Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike und wir spielen bei Tides of Numenera wieder weiter. Beim letzten Mal haben wir mit unserer Begleitung ein bisschen durchgequatscht, also Ohm, Madkena und Ren. Das war eine ziemlich, sentimentale Folge, sage ich jetzt mal. Und ich würde jetzt tatsächlich gerne den Lebensbildbetrachter durchgehen, oder die beiden, die ich noch hier liegen habe. Einmal der florale Lebensbildbetrachter und einmal der gebundene Metallbetrachter, den wir vor dem Portal gefunden haben, aber ich befürchte, der hilft uns nicht mehr viel. Den hätte ich früher benutzen müssen. Ich möchte gern diesen Lebensbildbetrachter aus gewundenem Metall benutzen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Der Lebensbildbetrachter hat merkwürdige Abmessungen und unnötige Ecken. Er ist aus einem unirdischen Metall zusammengesetzt, der zu fließen scheint, wenn du ihn betrachtest. Seine verzweigerten Gliedmaßen kreuzen sich in einem Gitter, der kein klares Muster bildet. Seine Oberfläche ist heiß und irgendwie unruhig, als ob er sich bewegen will, es aber nicht kann. Weiche Knöpfe drücken leicht in die Haut deiner Handfläche und pulsieren leicht, aber wenn du das Gerät verwendest, kannst du dort nichts erkennen. Deine stille Stimme, die stille Stimme innerhalb des Lebensbilds singt zu dir und lädt dich ein, dich hier anzuschließen. Wir rufen das Lebensbild ab. Jemand hat diesen Lebensbildbetrachter aus der Ausrichtung verdreht. Es wäre unmöglich, es Rätselraten, ihn wieder in den passenden Zustand zu bringen. Ja, das wäre Inferi gewesen. Der hätte das wahrscheinlich machen können. Tut mir leid, ich kann leider mit diesem Lebensbildbetrachter nichts mehr anfangen. Schade. Sehr, sehr schade. Die beiden Ringteile haben wir auch noch. Ich lege das hier ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir noch einen Lebensbildbetrachter, den floralen Betrachter, den wir in einer Gruft gefunden haben. Ich benutze diesen Lebensbildbetrachter. Das zu warme Gerät summt und pocht in deiner Hand. Obwohl du keine Musik hörst, kommen deine Lippen die Wörter eines Lieds in einer dir unbekannten Sprache. Du spürst, wie sich das Lebensbild des Geräts in dir ausbreitet, wie eine blühende, sich schlingende Ranke. Ich möchte den Lebensbildbetrachter einmal genau untersuchen. Die metallischen Blütenblätter des Geräts flattern bei der geringsten Brise. Licht funkelt aus den komplizierten Schaltkreisen in ihrem Inneren. Wir betreten den Lebensbildbetrachter. Und da wir jetzt wissen, dass wir das Ganze hier eigentlich die Richtung ändern können, muss ich wirklich aufpassen, was ich mache. Rot. Das ist die Farbe des Himmels, wenn die Sonne hinter den Hütten untergeht. Das ist die Farbe des Staubes auf dem riesigen Obelisken, der sich hinter den Hütten erhebt und die endlosen Wasser der Oase zurückhält. Das ist die Farbe ihrer Haut. Die Frau trägt den Namen Susia. Ihre Haut rötet sich, wenn sie Angst hat. Eine Mutation. Rot ist die Farbe ihres Bluts, das aus der klaffenden Wunde auf ihrer Stirn läuft. Rot ist die Farbe deiner Wut, als du beiden Männern über ihr Stehen ziehst. Sie lachen gehässig und lassen jeweils Boshaftigkeiten an ihr aus. Du kannst es riechen, das Blut und ihre Abscheu. Er ist übler als Osias Angst. Bitte, fleht dich Osias an, mach, dass sie aufhören, hilf mir. Ich habe endlich meine Fische, die etwas senkt. Ich werde nicht fragen, was los ist. Ich gehe direkt drauf. Würde ich sagen, ich gehe direkt drauf. Die Menschen lachen über deinen erbärmlichen Versuch. Sie greifen dich an und überwältigen dich von beiden Seiten. Du kannst dich jede Stelle gleichzeitig schützen. Sie schlagen dir ins Gesicht, in den Magen, deine Nieren. Du schmeckst dein Blut und riechst deine eigene Angst. Sie hauen dich um und du siehst nur noch den roten Himmel hinter den höhnischen Gesichtern. Schließlich lasst sie von dir ab. Einer spuckt ins Gesicht. Verfluchte Mutanten, sagt er. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir werden wiederkommen mit anderen. Dann erteilen wir dir eine richtige Lektion. Sie stolzieren die Straße runter, zurück zur Stadt. Es ist... Nachdem sie weg sind, läuft eine Chirurgin zu Susia, um ihre Wunden zu versorgen. Ein kleiner, mit Blutbläschen bedeckter Junge kommt auch aus seinem Versteck heraus, um zuzusehen. Ein
Ein riesiger Mutant mit langgestrecktem Hals ragt über beiden. Eine Frau mit blauer Haut kommt aus dem Haus gerannt. Ashi, ruft sie dem Jungen. Komm auf der Stelle wieder heim! Der Junge reißt sich von Sia und der Chirurgin los. Plötzlich stoppt er und schaut dich an. Sie sagten, dass sie wiederkommen. Was werden wir dann tun? Lali, seine Mutter, legt dem Jungen eine Hand auf die Schulter und schaut dich auch an. Ja, was werden wir dann tun? Du spürst die Blicke von mehreren Dutzend Augen, die dieselbe Frage stellen und hoffen, dass du sie führst. Wenn wir einen Krieg anzetteln, wird das nicht gut ausgehen. Und ich denke, ich kann die Vergangenheit ändern. Also ich habe jetzt echt die... Das ist alles... Was meint die Mutter, der Junge? Was meint ihr? Wir sollten kämpfen, der Junge... Ashi, grinst dich mit scharfen gelben Zähnen an. Es gibt viele von uns. Wir könnten sie packen. Mach schnell, Kent. Seine Mutter tippt ihm sanft auf den Hinterkopf. Ein Blutbläschen platzt und eine klebrige, stinkende Flüssigkeit fließt auf ihre Hand. Verdammt, wie auch immer. Hör nicht auf ihn. Wir sind keine Kämpfer und das weißt du. Lali, die Frau, schaut zur Chirurgin, die zu Sia versorgt. Solltest mich nicht fragen, was ich denke. Ich denke, wir sollten uns zurückhalten, aber dadurch wird das hier nicht aufhören. Richtig. Ich frage mich, ob irgendwas das kann. Es kann nicht aus seiner Situation so oder so komplett verfahren ist, dass wir gegen eine Übermacht dastehen. Was meint Sia? Sia sieht nach oben. Ihre Haut hat die verschiedensten Farbtöne und riecht nach weichgekochtem Gemüse. Schmerz. Danke für deine Hilfe, ist alles, was er sich herausbekommt. Sieht ziemlich übel zugerichtet aus. Anscheinend haben sich die Schläge an ihr vergangen, bevor du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen konntest. Weißt du, was ich vermisse? Sie ist offensichtlich abgenommen, als sie das sagt. Deine Musik, du hast früher immer so schöne Lieder geschrieben. Ja, Kopf neigt sich zur Seite, mir fehlen deine Lieder. Das meint die Chirurgin. Alle drei Hände von Misha sind beschäftigt. So sie ja mit verschiedenen Salben, Spritzen und Sprühdosen zu versorgen. Ich kann das bald nicht mehr ertragen, murmelt sie. Ich meine, wir alle. Scheinbar kommt jetzt jede Woche jemand her und sorgt für Ärger. Als wäre das Leben in der Grotto der Verwandlung nicht schon schwer genug. Sie spettert drei Seifer gleichzeitig auf den Bogen und zieht dich finster an. Wir sollten mit dem Burggraben reden. Mit dem Burggrafen. Mich an. Ja, könnte vielleicht etwas dagegen tun. Sie kehrt stöhnend zu Susia zurück. Er würde es wahrscheinlich nicht tun. Und von uns könnte keiner ohne Schwierigkeiten zu ihm gelangen. Aber es ist wohl die einzige Chance, die wir haben. Was meint der große Mutant? Dieser Mutant ist 2 Meter groß, sein langer Hals nicht eingerechnet. Seine Hände sehen aus, als könnten sie Ziegel in zwei brechen. Mich wundert, dass er so sehr nicht half, wo er doch eindeutig das Zeug dazu hat. Seine Stimme ist seltsam und sonor, dringt aus vielen Löchern aus seinem Hals. Zell wird nicht essen, bis das Blut regiert. Sagt er dir und dir wird klar, dass er mit sich selbst redet und nichts davon im Sinn macht. Nichts davon Sinn macht. Er schaut direkt dich an. Zell verlangt Blut zum Regieren. Okay. Ja, hilft der Chirurgin im Prinzip nur deswegen, damit er irgend seinen Glauben festigen kann. Mutanten vorbereiten, wir werden es nicht schaffen. Wenn wir es schaffen, dann kommen die nochmal und räumen das ganze Dorf weg. Das ist sicher der falsche Weg. Das ist einfach die Situation ignorieren, das ist auch nichts.
Wir können nichts tun, das resignieren. Das ist keine Option. Die einzige sinnvolle Lösung, die ich sehe, ist, wir versuchen, durch Burgrave zu kommen. Du folgst dem Pfad, der die Schläger aus der Höhle geführt hat. Er führt vom hochemporragenden Obelisken weg, hin zu einer verschlungenen Straße, die im Schatten der umliegenden Sandsteingebäude liegt. Je näher du der großen Stadt kommst, desto mehr Menschen kreuzen deinen Weg. Jeder von ihnen starrt dich an. Manche versuchen, die Situation zu überspielen und drehen sich zügig um, wenn du ihre Blicke erwiderst. Anderen steht die Abscheu ins Gesicht geschrieben. Einige fordern dich dazu auf, dich dahin zu scheren, wo du hergekommen bist, vorzugsweise in die Einöden. Einer davon warnt dich vor deinem nahenden Tod und klingt dabei, als hoffe er, ihn selbst herbeiführen zu dürfen. Auf dem großen Platz in der Stadt wirst du willkürlich umhergestoßen und geschubst. Jeder, der dir nichts Böses will, scheint sich bewusst von dir fernzuhalten. Schließlich erreichst du den Turm des Burggrafen. Im Zentrum des Platzes steht der Turm. Er ist ganz offensichtlich nicht in der neunten Welt entstanden. Stattdessen wurde er aus viel älterem Material gebaut, das ihn so schief hat werden lassen, dass er kurz davor steht, umzustürzen. Der Burggrave ist nicht leicht zu finden. Er steht direkt vor dem Turm. Eine Figur in farbenfrohem Gewand, viel mehr Farben, als die meisten Jaburaner zu tragen pflegen. Seine Kleidung ist mit vielfältig glänzenden Perlen versehen und mit Scheiben, die auf seine Position schließen lassen. Gerade unterhält er sich mit einem Mann und einer Frau, die ihre Kleidung nach zu urteilen gut betucht sein dürften. Auch wenn der Burggrafe deine Anwesenheit nicht bemerkt, so tut es das Paar, mit dem er sich unterhält. Sie sind sichtlich angewidert von deinem Anblick. Die Tentakelhand auf die Schulter legen, das wäre natürlich ziemlich aggressiv. Oder wir warten mal ab, bis sie fertig sind. Wenn das hier so eine Art Hof ist, dann dürfen wir uns nicht einfach einmischen. Wenn wir den einfach anfassen, dann kriegen wir wahrscheinlich richtig Probleme. Dann gab es unser Dorf wahrscheinlich mal. Wenn ich mich entschuldige, dränge ich mich in den Vordergrund. Ich bleibe erstmal im Hintergrund. Das Gespräch zieht sich lange, sehr lange hin. Es scheint, als wäre das Paar erfreut darüber, dass der Burggrafe deine Präsenz offensichtlich nicht wahrnimmt. Endlich verlassen sie den Platz. Der Burggrafe wendet sich dir zu und ist sichtlich überrascht, dich zu entdecken. Was bringt einen Mutanten zu mir? Du erklärst ihm die Situation, erzählst ihm von dem Überfall auf Suissa und seine Folgen und lässt nicht aus, dass die Schläger angedroht haben, zurückzukehren. Er wartet geduldig, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Deine Wunden erzählen mir mehr, als deine Worte sie könnten, sagt er und sieht dabei auf die Stelle, in der die zwei Schläger dich verwundet haben. Ich bin überrascht, dass du so lange gezögert hast, mir davon zu erzählen. Na gut, ich werde dafür sorgen, dass das untersucht wird. Schließlich diene ich auch der Grotte, nicht wahr? Du bedankst dich bei ihm und kehrst nach Hause zurück. Zu dieser Zeit sind nur wenige Leute auf den Straßen außerhalb der Grotte unterwegs. Wie aus dem Nichts erscheinen plötzlich einige Gestalten vor dir. Die zwei Menschen von eben sind unter ihnen. Schau einer an, sagt einer von ihnen mit einem dreckigen Grinsen. Was machst du denn hier draußen? Ein Vogel in seinen Händen lässt sich darauf schließen, dass es sich diesmal mehr mit sich bringen wird als nur seine Fäuste. Mehr Gestalten kommen aus den Schatten hervor und kesseln dich ein. Das Kratzen von Metall fährt dir durch Mark und Bein. Das hab ich gemeint. Wenn wir jetzt flüchten, haben wir nicht zurecht. Wenn ich sie provoziere, werde ich sterben. Ich kann nicht gegen 8 oder 10 Gestalten angehen. Ich werde nicht eine fertig machen, wenn die mit Waffen auf mich losgehen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, der Burggrafen den anzusprechen. Er hört mich und er wird wissen, was Sache ist. Einer von ihnen sieht seinen Kumpanen besorgt an, aber dieser schüttelt nur den Kopf. Keine Chance, sagt er zu ihm. Der Burggrafe sitzt oben in seinem Turm.
Wir sind hier in einer einzelnen dunklen Straße, niemand schert sich um die. Ohne Verwarnung trifft dich ein Schlag von hinten. Rote Flecken verdecken deine Sicht, aber du hast nicht das Glück, ohnmächtig zu werden. Weitere Schläge hageln auf dich ein. Der Schmerz wandert durch deine Rippen, in deinen Brustkorb und in deine Beine. Es wird nur durch das grelle Schlitzen eines Messers in deinen Nacken beendet. Du hörst, wie ihre Schritte auf dem Untergrund der Straße ruhiger zu werden scheinen. Es beruhigt dich zu wissen, dass du ihren Ärger auf dich ziehen und die Grotte somit vor einem ähnlichen Schicksal bewahren konntest. Ich nehme solche Texte mir viel zu eng ran. Ich nehme viel zu nah, mich ranzuhalten. Der Lebensbildbetrachter ist noch da. Ich möchte ihn nochmal benutzen. Der Lebensbildbetrachter ist jetzt stumm und reagiert nicht mehr. Okay, wir haben ein Level Up bekommen beim letzten Verstoßenen. Den Edge haben wir bereits erhöht. Ich würde gerne entweder eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit erhöhen. Schauen wir uns mal die Fähigkeiten an. Ich könnte Ansturm oder Entsetzen sehen verbessern. Wie stark wird das dann? Ich sehe leider nicht, wie stark das werden würde. Ich bin auch auf eine Fertigkeit. Ich habe gemeint, ich habe keine Überreden. Das war auch mein Problem beim letzten Mal, dass mir einfach hier so viele Punkte fehlen. Stimmt, ich habe keine Überreden. Das hat auch sonst keiner. Sollte ich unbedingt machen. Okay. Kann ich hier noch irgendwas sinnvoll weiterreichen? Wahrscheinlich nicht. Okay. So, wir sollten jetzt wieder mit ihr sprechen. Bei dir ist. Oder kann ich mit der Gezeiten noch irgendwas verändern? Ich weiß es nicht. Sprech mit ihr. Hast du mit Melmoth gesprochen? Was hat er gesagt? Er sagte, dass die Gezeiten in uns allen sind und dass wir unsere Kräfte über da verwenden sollten. Das ist das, was er gesagt hat. Das stimmt auch. Sie lacht. Ich nehme an, dass er mich eine Närrin nannte und schlimmer. Er hat mehr Untersuchungen mit den Gezeiten gemacht als alle anderen hier in Mila West. Sagt mir, hat er irgendwas anderes gesagt? Er sagte, ich solle fragen, woher deine Kräfte kommen, wenn nicht von den Gezeiten. Ja, er sagte auch, dass wir alle die Gezeiten benutzen, die ganze Zeit. Ich glaube, das trifft es auch eher, wir leben von den Gezeiten. Sie schüttelt den Kopf. Wenn wir es tun, dann rein unbewusst. Denn ich habe sie noch nie wissentlich benutzt. Auf jeden Fall schickte ich dich, mit Melmoth zu sprechen. Glaubst du, dass er nur seine eigene Macht im Sinn hat, wenn er seine Untersuchungen durchführt? Ich denke schon. Eigentlich sind seine eigenen Geschichten. Wenn er profitiert von meiner Leichen ist, dass er die Erfahrung bekommt. Er gibt die Erfahrung aber nicht weiter, wenn es so ist über den anderen Detrohur. Ich kann nicht behaupten zu wissen, was er in seinem Herz trägt. Das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten, es ist nur für mich eine Einschätzung. Er scheint ich-bezogen und mangelnd an Empathie, also ja. Ich denke, dass er auf Macht fokussiert ist. Gut, das heißt das nicht. Wie gesagt, ich habe da auch einige Parallelen dazu, das so zu sehen und ich habe das Beispiel nicht, was mit der Macht. Also ich denke nicht, dass das eine das andere enthalten muss. Er scheint sich tief um das Verwahren des Wissens zu sorgen. Eigentlich stimmt das. Aber ich kann auch nicht behaupten zu wissen, was er in sein Herzen trägt. Das weiß ich nicht, ne? Eine faire Antwort. Ich habe ausgiebig mit ihm gesprochen und er kann mich immer noch überraschen. Ich glaube nicht an seine Standpunkte,
doch an seine Schlussfolgerungen, denn er mag wohl seine Ergebnisse aufgepumpt haben, um seine Taten zu berechtigen. Aber er lehnt meine Verstandberührung ab und weist meine Versuche, ihn tiefer zu erfragen, ab. Meine eigenen persönlichen Standpunkte sind natürlich irrelevant mit den tieferen Wahrheiten, die er in seine eigenen Beweggründen hat, und sie könnten wohl reiner sein als meine. Er ist halt nur der Sammler von Wissen. Und er wird sagen, ich lasse niemanden rein, wer weiß, was du in meine Gedanken machen könntest. Das ist halt schon sehr persönlich, ne? Auf jeden Fall hast du das getan, mein Aldiris, worum ich dich gebeten hatte. Aber wenn du begierig bist, das Lebensbild zu betreten und die Kontrolle über das Leben deiner Geschwister zu nehmen, dann glaube ich, dass du Übung haben solltest, ihre Konflikte zu lösen, während sie immer noch die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben. Hilf ihnen, sich zum Besseren zu ändern. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Andronos und Reimar streiten sich. Die Verhandlungen zwischen den Kalkedon und Pai sind gescheitert und die beiden haben es schlecht verkraftet. Wenn sie sich nicht einigen können, wird es womöglich zu Schlägen kommen. Sie lässt den Kopf hängen. Für den Fall, dass sie jemand einen anderen schlägt, sind die Regeln von Mittelwest sehr deutlich. Der Angreifer wird exiliert. Ich weiß nicht, ob der Koma tatsächlich aktiver geworden ist, aber sie kamen hierher, weil sie Sicherheit wählten. Und den wünsche ich ihnen. Bitte, sprich mit ihnen. Gedanken scannen. Wird auch außerhalb ihrer Verständnisse die Kontrolle erlangen? Oder Verstände? Oder wird er seinen eigenen Weg wählen lassen? Wird er sie ihre eigenen Wege wählen lassen? Aldiris, von allen, die von uns hier sind, bist du die Einzige, die nichts zu wollen scheint, die nicht offen andere zu ihren Gunsten manipuliert, meint Markina. Was führst du im Schilde? Du sagst, dass wir für unsere eigenen Entscheidungen die Wahlfreiheit haben. Welche Entscheidung triffst also du? Was willst du wirklich? Gedanken scannen, sie benutzt alle. Sie will es nämlich zugeben. Vielleicht aus Eitelkeit oder vielleicht aus etwas anderem. Ich warte mal Adiris Antwort ab. Adiris lächelt Martina traurig an. Was ich will, dass wir unsere vernichtende Kriegsführung beenden. Ich will, dass wir zusammenarbeiten. Der Zank zwischen unserem Erzeuger und denen, die das Vermächtnis der Ersten unterstützen, bedeutet nichts im Angesicht des Kummers. Aber bekomme zwei von uns zusammen und die größte Bedrohung verschwindet, während unser Tod weiter näher rückt. Sie gestikuliert zur Pracht um sie herum. Mila West ist ein Garten, ein Käfig. Der Kummer kann nicht hereinkommen, aber wir können nicht gehen. Hast du jemals Tiere in einer Menagerie gesehen? Sie sind unruhig, eingesperrt, sehnen sich nach Freiheit, aber wenn sie ihren Käfig verlassen, werden sie von ihren vermeintlichen Besitzern verfolgt. So ist es mit uns hier. Aber anstatt, dass wir uns vereinigen, um unser Problem zu lösen, schlagen wir gegenseitig um uns. Ich will sehen, dass wir diese Unterschiede beiseite legen. Du bist meine ältere Schwester, also bin ich vorsichtig, wenn ich dir das hier sage, aber du hast ein bestimmtes Ansehen. Selbst unter dem Rest von uns bist du bekannt als hart, nachtragend. Du trägst deinen Groll über Jahrhunderte, auch jenseits des Todes. Martina, bitte, du musst loslassen. Martinas Stimme krächzt mit ihrem trockenen Hals. Fast alle Urheber meiner Tragödien waren von unserer Gattung. Unser Erzeuger hat sein Verlassen in meinem Moment der Gefahr. Die Erste und ihr Befehl, mein Dorf niederzumachen. Pai, die ihre Klinge selbst mit Blut beschmierte. Tasch, der vorgab, ein Freund zu sein und mich danach hinterging. Melmoth, der mir Hilfe anbot und mich dann den Behörden auslieferte. Sie wendet ihren Kopf, um den nahestehenden Melmoth anzublitzen. Muss ich fortfahren? Adiris meint, handelst du immer mit vollständigem Vorwissen, Schwester? Werden deine Entscheidungen vernünftiger getroffen mit Vorausdenken oder reagierst du, ohne nachzudenken? Denke darüber nach und bedenke, welches Beispiel du gibst. Es steht mir, glaube ich, nicht zu, Markina zu sagen, dass sie ihn vergeben soll. Man kann ihnen vergeben, aber man darf nie vergessen, was sie getan haben. Es
Zeit, alte Schmerzen loszulassen. Das spricht sich immer so leicht. Das ist eine Stunner-Floskel. Damit verärgert man nur die Leute. Vergebung ist für die Schwachen. Vergebung ist vielleicht nicht für die Schwachen. Vielleicht so ein Mittelweg. Du kannst uns vielleicht vergeben, Martina, aber vergiss nie, was sie getan haben. Aber keinen Groll hegen. Aber nicht vergessen, was sie getan haben. Ich glaube, das ist noch die Antwort, die mein Charakter am ehesten noch geben würde. Wirklich, meint Aldiris. Das ist eine Botschaft, die du daraus lernst? In Ordnung, meinetwegen. Es ist besser als nichts. Sie kneift ihre Nasenwurzel. Manchmal, gebe ich zu, kann unsere Gattung äußerst frustrierend sein. Sie winkt ab. Geh und sprich mit Raimund, Andronis. Vielleicht, wenn du denen hilfst, kannst du auch von ihnen etwas lernen. Also gut, leb wohl. So, wir schauen uns noch diese beiden hier an, Andronis und Raimund. Mit denen hat man schon mal gesprochen. Ich denke, dass er hier auch noch ganz wichtig werden wird. Den Blick nach zu urteilen, die Raimund und Andronis dir geben, hast du gerade eine vielversprechende Tangente ihres anscheinend endlosen Streites unterbrochen. Aldiris hat mich gebeten, bei eurem Streit zu vermitteln. Sie reagieren genau wie mürrische Kinder. Er verschränkt seine Arme und wendet sich von dir weg. Raimund rötet und starrt auf ihre Füße. Also gut, murmelt Raimund schließlich. Sag uns, was du wissen willst. Erstmal, worüber streitet ihr euch überhaupt genau? Die beiden schauen sich einen Moment lang misstrauisch an, als ob der, der zuerst redet, das Argument verliert. Wir sind uns zum größten Teil darüber uneinig, sagte schließlich, wie viel Respekt unserem Erzeuger gebührt. Er wölbt eine kalte Augenbraue zu Raimund. Eine stille Frage. Sie nickt widerwillig. Sag mir doch mal, was dich beunruhigt, Andronis. Ich verstehe sie einfach nicht, sagt er und wirft eine Hand in Raimers Richtung. Der wandelnde Gott verließ uns bei unserer Geburt. Dann erzählt er uns Lügen auf Lügen, wenn er sich überhaupt dazu entschloss, mit uns zu reden. Sie behauptet, dass er einen großen Plan hat. Ich sehe nur einen Mann, der sich selbst dient. Zuerst und immer mehr. Er schert sich nicht darum, ob wir sterben. Selbst ich kümmere mich nicht mehr darum, ob Raimer stirbt, als unser Zeuge es tut. Gedanken scannen, Geschwister? Ha, nur weil ich das Bewusstsein dieses Mistkerls teile, heißt das nicht, dass wir verwandt sind. Nur weil ich das Bewusstsein dieses Mistkerls teile. Die beiden sind eine Person, aber in zwei Körpern? Andronis bellt ein bitteres Lachen aus. Wusstest du, dass er den ganzen Krieg aus meinem Körper entfacht hat? Er macht die erste auf mich wütend. Dann schmiss er diese Hülle weg und ließ mich mit den Folgen fertig auskommen. Das war der Körper vom ersten wandelnden Gott. Nee, kann nicht der erste gewesen sein. Muss er die erste gehabt haben. Das war der zweite Körper. Er ist der zweite Körper, den es jemals gab. Der erste ist gestorben. Der erste Verstoßene ist gestorben. Er ist der eigentliche, der älteste von uns. Das ist natürlich interessant. Ja, weiter im Text. Nur gut, dass die Erste den Unterschied zwischen einem Gesicht und einem Verstand kennt. Er reibt sich die Augen. Aber Raimer, hör mal, ich weiß, wie sich das anfühlt. Der Kummer verfolgt uns alle. Es ist nett zu denken, dass der wandelnde Gott einen Plan hat, um uns zu beschützen. Es ist einfach nicht wahr. Ich weiß es. Er blitzt Raimer an, dann blickt er wieder zu dir. Goldgezeit dominiert. Andronis meint, verdammt, sagt er und wendet sich weg. Dann erkennst du warum. Es stehen Tränen in seinen Augen. Keiner von uns will, dass wir uns gegenseitig umbringen. Das siehst du ein, oder? Seine Augen härten sich. Aber wenn ich zwischen jemand Mutigem, der sich unserem Vater stellen kann und ihr wählen muss, dann lasse ich sie fallen und traue später um sie. Flüstert leise, miau. Und schwankt und schaudert. Fasse die Meinung nochmal zusammen, Andronis. Was sagt denn Raimer? Es ist einfach, Bruder. Die endlose Schlacht ist eine Prüfung und Andronis Seite fällt schon seit Jahrhunderten durch. Unser Schöpfer hat es hinbekommen, die Erste genug zu verärgern, dass sie beleidigt abgezogen ist. Er tat es sogar in Andronis Körper.
Man würde sich denken, dass der alte Dummkopf von allen Menschen verstehen würde, was unser Erzeuger sich dabei gedacht hat. Sie schüttelt lachend den Kopf. Die Tatsache ist, dass unser Vater dieses Heiligtum für uns erstellt hat, um uns vor den Kommen zu schützen. Aber verstecken ist keine Strategie. Letztendlich werden wir die Schlacht hierher bringen müssen. Das Schimmern in ihren Augen ist ein aufgehäuftes Feuer. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird unser Vater eine Armee wollen, die seinen Befehlen ohne Hinterfragen befolgt. Er ließ zu, dass die Erste den Zweifel verbreitete und die Verräter unter uns versammelten sich an ihrer Seite. Sie wirft Adronos einen verächtlichen Blick zu. Orm bewegt sich rastlos neben dir und eine sanfte Welle der Übelkeit rollt durch dich hindurch. Wir dominieren immer noch die goldige Zeit. Reimer meint, selbst wenn, ich bin sicher, dass es unseren Vater gekränkt hat, als er erfuhr, dass so viele von seinen Kindern ihm misstrauen, sagte sie und senkt die Augen. Stell dir vor, wie sich das anfühlen muss, zu wissen, dass du einige von deinen Kindern töten musst, um den Rest zu retten. Und das war's, sagt sie mit einem eleganten Schulterzucken. Einfach, wie ich schon sagte, Andronos kann einfach nicht zugeben, dass seine große Rebellion alles ein Teil des Plans des unseres Vaters ist. Kann nicht akzeptieren, dass wir ihm unsere Existenz und unsere weitgehendes Überleben schulden. Sie belächelt Andronos. Wenn du sein Heiligtum so sehr hast, warum gehst du dann nicht? Falken scannen. Und er will sie darüber gegenseitig umbringen? Ich verstehe gerade den ersten Satz hier nicht. Besser unser Leben im Krieg selbst zu verbrauchen. Bevor ich irgendeine Entscheidung fälle, was für eine Lösung würde denn für euch beide sinnvoll sein? Ein Moment lang spricht keiner von ihnen. Ihre Gesichter sind identische Skulpturen der Überraschung. Ich weiß nicht, sagt er und schaut auf Reimer. Nichts, was du sagen könntest, würde uns auf die andere Seite umstimmen. Und Entschuldigungen an Aldiris, will ich mich gar nicht mit Reimer vertragen. Ich habe sie schon viel zu lange gehasst. Nichts für ungut. Ihre Lippe krümmt sich. Stört mich ehrlich gesagt nicht. Sie schaut zu dir. Und wir brauchen eine Entscheidung. Du kannst uns nicht beide zufriedenstellen. Unsere Ansichtsweisen werden sich nie einreihen. Ich bin bereit, euren Streit zu lösen. Andronos und Reimer werden still und stoisch. Sie zeigen keinerlei Emotionen, die sie zuvor aufgewiesen haben. In diesem Moment sehen sie sich sehr ähnlich aus, wie Familie. Ihr setzt mit eurem belanglosen Gezanke alle in Gefahr. Ihr müsst beide Wieder West verlassen. Das finde ich nicht so ideal. Reimer war auf der Seite des sich änderten Gottes, Andronos auf der Seite der... ist auf der Seite der ersten Gefallenen. Keiner von euch hat recht. Ich muss mich für eine Seite entscheiden, wahrscheinlich. Ihr wollt wirklich Waffenruhe brechen, um einander zu töten, wegen einer Meinungsverschiedenheit. Könnt ihr das nicht beenden? Wir sind schließlich Familie. Es kommt schon das zweite oder das dritte Mal Familie vor. Ich versuche das mit der Familie. Könnt ihr das nicht beenden? Wir sind schließlich Familie. Genau, Andronos, sagt sie und wendet sich höflich zu ihren Gefährten. Wir sind Familie. Und manche von uns sind diesem ehrwürdigen Bund hintergangen. Du musst dich furchtbar fühlen. Genug, bellt Andronos. Ich kann dein Blut hier nicht vergießen, aber ich kann dich verdammt nochmal außerhalb Familie West niedermetzeln. Lass uns gehen. Wir beide? Geh doch, schnappt sie mit gereizt röteten Wangen. Habt ihr zwei vergessen, dass da draußen der Kummer herrscht? Andronos macht eine Pause. Die Wut lässt in kleinen Schritten von ihren Gesichtern ab. Da ist was dran, sagt Andronos schließlich. Hast du dann irgendwelche anderen Vorschläge? Irgendwas, das nicht mich daran erinnert, dass ich mit diesem Fanatiker verwandt bin? Schade.
Das heißt, die Waffenruhe wäre dasselbe. Die würden rausgehen und würden sich eine reinhauen. Der Zeuger schert sich nicht um uns. Etwas Zeit außer Familie West könnte die vielleicht. Keiner von euch hat recht. Ja, das ist halt. Sind zwei Extremansichten. Das ist das Problem von zwei verfeindeten Fraktionen. Was kann jetzt passieren, wenn ich jetzt den Falschen rausschicke? Gehen hier vielleicht die Hälfte Leute weg. Dann wird das entweder eine Position für den wandelnden Gott oder dagegen. Es ist dann nicht mehr die Zuflucht für alle Verstoßenen. Wenn ich jetzt sage, einer muss gehen. Ich denke, Andronos will ich tatsächlich unterstützen. Es kann immer noch sein, dass ich der effektiv der wandelnde Gott bin. Das ist noch nicht bewiesen, dass ich es nicht bin. Und da würde ich lieber Reimer rausschicken. Wenn ich es muss, habe ich mich fix entschieden. Es ist Zeit, Farbe zu bekennen. Ich bin jetzt auf der Seite, entweder bin ich der wandelnde Gott, oder, wandelnder Gott, ich bin immer noch der Meinung, er versucht, das Ganze irgendwie zu lösen. Verdammt, das sind immer so schwierige Geschichten. Andronos, du hast es eindeutig, hier zu sein, bevor das Ganze an Gewalt zunimmt. Reimer soll gehen. Noch mal kurz drüber schauen. Andronos war jetzt sicher der wandelnde Gott, hat uns gegenseitig aufgehetzt. Andronos war der, das eigentlich gehen sollte. Reimer will glauben, dass Weggründe edel sind. Ich hätte mir denken können, weil Ohm hat ja auch gesagt, wie er steht ihm die Haare auf. Dann würde ich tatsächlich Andronos rausstellen. Was ist eindeutig hier zu sein? Geh bevor dieser Streit noch Gewalt annimmt, Andronos. Also schön, sagt Jan, wendet sich zur Brücke. Aber sie wird nicht aufhören, Streit mit anderen Verstoßenen der Ersten zu suchen. Wirst du uns allen sagen, dass wir gehen sollen? Pass auf dich auf, Andronos, sagt sie herzlich. Ich höre, was da draußen gefährlich ist. Ob das die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. So, das war die Speichern. Folge 53. Und damit beende ich diese Folge, relativ lange Folge, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es dann zurückgeht zur Aetheris. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Mac.